Hallo, liebe Mitarbeiter. Ich bereite jetzt hier die Zutaten vor für die Tagesaufgabe, die wir euch morgen nochmal rumbringen, für die Auszubildenden im Bereich Küche und die, die jetzt auch während dieser Corona-Zeit mit dazugehört haben. Da gibt es dann die Zutaten einmal für den Rhabarber-Kompott. Das sind hier die geernteten Rhabarberstangen und den Zucker. Im Rezept steht dann auch genau, und in den Videos habt ihr ja gesehen, wie man den dann ansetzt. Das müsst ihr auf jeden Fall vorher machen, entweder einen Tag vorher oder halt das als ersten Arbeitsschritt. Und wenn das ausgekühlt ist, könnt ihr das Dessert anrichten. Dafür habt ihr dann hier die Kekse und hier die Quarkspeise, stehend aus Sahne, Joghurt und Quark. Habe ich euch schon angemischt. Müsst ihr dann nur unten aufschneiden, vorsichtig, da die Tüte so nach unten halten, dass es nicht alles gleich rausläuft. Aufschneiden und dann werdet ihr schon in die Gläser füllen. Wir haben damit ja hier auch schon gearbeitet. Aufgeschrieben habe ich es euch auch. Einmal das Rezept vom Kompott und das Rezept von der Quarkspeise. Kommt alles in der Tüte und ja, wir hoffen, dass wir die meisten von euch morgen antreffen, dass wir uns ein bisschen unterhalten können und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin.